Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute stelle ich dir Alipol und deren Geräte vor. Viel Spaß beim Schauen. Der ein oder andere wird Alipol und deren Produkte kennen. Ich kannte sie bis vor kurzem noch nicht. Lass es mich also kurz in den Kommentaren wissen, ob du es kennst, ob du vielleicht sogar ein Gerät hast oder auch nicht. Ansonsten möchte ich, bevor ich dir die ganzen Produkte vorstelle, einmal kurz über das Unternehmen ein paar Worte verlieren. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hongkong. Da kann man natürlich erstmal ein paar Zweifel haben. Muss man aber nicht unbedingt. Das Unternehmen gibt es bereits seit 2017 und es ist entstanden, weil damals im Jahr 2014 über 650.000 Bitcoins verloren gegangen sind. Und das war eben so das Ding, wo die sich gedacht haben, dem möchten wir entgegenwirken und haben dann mit der Entwicklung angefangen. Die Geräte, die du jetzt hier schon siehst, das sind die neuen Geräte. Du kennst die vielleicht noch aus Plastik und diese sind jetzt aus einem Metallblock. Das Ganze hat mich überrascht. Das habe ich auch erst beim Auspacken gemerkt, denn ich dachte, es handelt sich hier wirklich um so Plastikgeräte, wie man es einfach kennt. Aber dem ist nicht so. Demnach hast du, wie gesagt, hier ein Unternehmen, was sich auf Hardware-Wallets bzw. Coldware-Wallets fokussiert. Sie haben auch noch ein paar mehr Produkte. Welche, die möchte ich dir jetzt einmal vorstellen. Am Ende vom Video möchte ich kurz noch auf die Alleineinstellungsmerkmale und die Vorteile eingehen und dann sind wir auch schon fertig. Wir schauen jetzt kurz die Produkte an und zwar fangen wir mit dem kleinsten an und das ist der Alipol Joy. Was kann dieser? Im Endeffekt hat dieser drei Tasten, oben, links und rechts und vorne ein Bildschirm. Der kostet 49,90 € und ist ein Generator für Seed-Phases. Das heißt, wenn du irgendwo solche Phrasen brauchst, wie du sie von MetaMask und Co. kennst, dann ist dieser Würfel genau das Richtige für dich. Der Autonormalverbraucher wird diese nicht brauchen, deswegen ist es einfach nett zu wissen, dass es das gibt. Falls du hier also Interesse dran hast, dann könnte der Würfel genau das Richtige für dich sein. Ansonsten können wir getrost zum nächsten Produkt gehen und zwar zum Alipol Mnemonic Metal. Das Ganze ist, wie du hier siehst, so eine Möglichkeit, deine Seed-Phases sicher in einer Metallbox aufzubewahren. Das Ganze kostet 49 $ und das Ganze gibt es einmal in Grau und auch einmal in Gold und du siehst, du kannst das Ganze hier auch mit so einem Vorhängeschloss absichern. Das Vorhängeschloss kannst du auch bei Alipol erwerben, falls du das Ganze möchtest. Ansonsten kannst du natürlich hier auch eine moderne Version des Vorhängeschlosses mit einem Fingerabdrucksensor nehmen und dann ist das Ganze definitiv gesichert. Das Ganze soll feuerfest, wasserfest und auch gegen Insekten und Licht geschützt sein und somit sollten hier deine Seed-Phases auf jeden Fall sicher sein. Ob das der Fall ist oder nicht, das liegt teilweise natürlich auch an dir. Wenn du das Ganze offen rumliegen lässt, dann kann jeder darauf Einblick haben. Wenn du das so absperrst oder vielleicht sogar im Tresor aufbewahrst, ist es auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und jetzt schauen wir uns hier die zwei Produkte an, die meiner Meinung nach hier so ein kleiner Game Changer sind. Die Rede ist einmal vom Alipol Titan Mini und zwar ist das Ganze hier, wie du siehst, neu und das Ganze ist so ein kleiner Computer. Der kostet aktuell im Angebot 80 $ und sonst kostet er 99 $. Wenn du hier Interesse an so einem Gerät hast und mich unterstützen möchtest, dann darfst du natürlich gerne einmal unten über den Link in der Videobeschreibung bestellen, dann haben wir beide was davon. Ansonsten siehst du, dass du hier die Kryptowährungen einfach aufbewahrst. Kannst. Was besonders schön ist, das hat auch nicht jeder, der SafePol hätte das zum Beispiel, ist, dass du hier auch eine Kamera hast. Das heißt, du kannst einen QR-Code ganz einfach und simpel abscannen und musst dich nicht mit irgendwelchen Nummern oder ähnlichem ärgern. Weiter hast du auch hier so einen kleinen Touch-Display. Du kannst also dich hier auf dem Farbdisplay austoben, rumwischen, rumklicken und brauchst nicht irgendwie auf den Tasten rumtippen. Du siehst, das Ganze ist sehr klein, du kannst es überall mitnehmen, es funktioniert einwandfrei und das Ganze ist natürlich auch wasserfest und staubdicht. Du kannst es also egal ob zum Schwimmen oder in die Wüste mitnehmen und so sieht der Verpackungsinhalt aus. Dazu wird es auch noch ein Unboxing-Video von mir geben. Aktuell geht das leider nicht, weil das Gerät ausverkauft ist und du über 2 Wochen Wartezeit hast, aber du siehst, es kommt das Gerät mit so einem kleinen Ladeadapter, wo du auch hier die SD-Karte einführen kannst, dass du das Ding updaten kannst und natürlich auch noch ein Ladekabel und dann die Bedienungsanleitung und auch nochmal hier so eine Möglichkeit, um die Phrasen aufzunehmen.
festzuschreiben und dann kannst du auch schon hier loslegen und deine Kryptowährungen sicher aufbewahren. Soweit, so gut. Man könnte das Teil jetzt wirklich mit dem SafeBall vergleichen. Es ist ungefähr gleich groß, hat auch ungefähr die gleichen Funktionen. Aber jetzt kommen wir zum großen Bruder und zwar zum Alipel Titan. Das Ganze habe ich schon da. Dazu folgt auch die Tage das Unboxing. Das ist auch schon abgedreht und du hast hier, ich sag mal, ein kleines Handy, was sich nur um Kryptowährungen kümmert. Und du hast hier auch noch die Qual der Wahl und du kannst entscheiden, ob du das Ganze in Grau oder vielleicht doch lieber in Gold nehmen möchtest. Wenn du mehr zum Gerät erfahren möchtest, schau dir unbedingt das Unboxing an. Ich war wirklich positiv überrascht und konnte mir nicht vorstellen, dass es hier sowas auf dem Markt gibt. Man kennt die Bitbox, man kennt den Ledger, man kennt vielleicht auch Trezor und SafePol, aber das ist wirklich der Game Changer. Das ist wirklich eine schöne Sache und vor allem ist das Ganze inzwischen auf Deutsch. Die App ist auf Deutsch. Du hast hier auch die verschiedenen Möglichkeiten, die Apps zu verwenden. Du hast 40 Münzen und über 10.000 Coins und somit kannst du dich hier wirklich austoben. Du hast hier viele Möglichkeiten und auch wenn die Firma aus Hongkong kommt, brauchst du dir wegen der Sicherheit keine Sorgen machen. Warum? Dafür wird es natürlich ein separates Video geben, denn sonst würde das Ganze hier natürlich den Rahmen sprengen. Was vielleicht wichtig zu sagen ist, du brauchst dir hier keine Sorgen wegen Steuern oder Zoll oder sonst irgendwas machen, denn das Ganze wird aus Frankfurt geliefert, sprich, wenn du das Ganze heute bestellst, dann dürfte es im besten Fall schon morgen da sein und dann kannst du auch schon ausprobieren, wie das Gerät in der Hand liegt, wie es funktioniert, was es kann und dann kannst du auch schon loslegen. Deswegen, wie gesagt, gerne über den Link bestellen. Ansonsten möchte ich jetzt noch einmal kurz auf die Alleineinstellungsmerkmale kommen. Und zwar ist es die einzige Cold Wallet auf der Welt, die luftsicher ist. Warum ist sie luftsicher? Das Ganze ist hier also so produziert, dass hier keine Luft rein und keine Luft raus kann. Es muss auch nicht funken. Es gibt kein Mobilfunk, es gibt kein Wi-Fi, es gibt kein Bluetooth, es gibt kein NFC, nichts. Das Ding ist zu 100% offline. Das Ganze funktioniert dann wirklich nur mit der Verbindung über die App. Wenn du was verschicken willst, musst du das Ganze hin und her signieren. Das funktioniert über QR-Codes. Deswegen sehr praktisch, dass es hier die Kameras gibt. Es gibt auch einen Manipulationsschutz und sobald das Gerät feststellt, okay, jemand möchte sich hier einhacken, etwas ändern und so weiter, dann kann sich das Gerät sozusagen auch selbst zerstören. Du kannst hier auch ein Backup anfertigen, dass falls irgendwas ist, du das Ganze natürlich wieder backuppen kannst. Du hast hier eben die Möglichkeit, das Ganze kinderleicht zu nutzen, vor allem mit der App wirklich sehr einfach. Das Ganze ist auch auf Deutsch, also wirklich, wirklich eine feine Sache. Du hast auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem AB-Kontoschutz und so bist du für die Notfälle auf jeden Fall gesichert. Ansonsten wird weiter angegeben, dass du hier 44 verschiedene Kryptowährungen hast, was natürlich auch eine schöne runde Sache ist. Klar, es gibt Anbieter, die bieten mehr, es gibt Anbieter, die bieten weniger. Vielleicht hast du auch schon eine Bitbox, vielleicht hast du auch einen Ledger und hier bin ich einer, der sagt, es schadet nicht, wenn du hier so ein bisschen das Risiko streust und zum Beispiel hingehst und sagst, okay, auf der Bitbox habe ich zum Beispiel nur Bitcoin liegen, auf dem Ledger habe ich zum Beispiel nur Ethereum liegen und hier bei Alipel nutze ich zum Beispiel Binance Smart Chain. Und da kannst du einfach so ein bisschen das Risiko aufteilen, den Überblick behalten und einfach so hier dein Risiko streuen. Ansonsten kannst du auch hier NFTs draufladen. Du kannst natürlich Kryptowährungen laden, du kannst diese überweisen, tauschen und natürlich sogar mit Kreditkarte kaufen. Auch dazu wird es ein Video geben und du kannst die verschiedenen D-Apps nutzen. Das heißt, du kannst auch irgendwo deine Kryptowährungen staken und so weiter. Und wie gesagt, das Ganze ist hier auch noch gesichert gegen die ganzen Angriffe und es hat hier, wie gesagt, die Wasserfestigkeit. Es soll auch bis zu einem gewissen Grad feuerfest und auch staubfest sein. Du hast also hier ein rundum gelungenes Gerät und das gerade mal für $140. Der Preis ist, finde ich, wirklich eine Kampfansage, denn du bekommst hier auch eine Docking Station, wo du das Ganze schick aufladen kannst. Du bekommst natürlich auch noch hier eine Micro SD-Karte, um die Updates zu laden und du hast auch noch hier ein Ladekabel und das Ganze ist USB-C, also wirklich schon die Zukunft. Wie gesagt, überzeug dich selber von der Qualität und von dem Gerät. Ich bin wirklich überrascht, mir gefällt es und vor allem ist es halt auch schön, dass du einen großen Bildschirm hast, wo du alles sehr einfach auswählen kannst, ändern kannst und auch signieren kannst und du hast auch hier den Vorteil natürlich, dass das Ganze auf Deutsch ist. Das soll es jetzt hier an der Stelle mit der Vorstellung von Alipel und den Produkten sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Wenn du mehr von dem Gerät sehen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal, aktiviere die Glocke. Die Tage kommt, wie gesagt, das Unboxing, das Einrichten und vieles mehr. Das folgt aber natürlich auch für Bitbox, Ledger und Co., dass du hier wirklich deine Kryptowährungen auf die Hardware-Wallet bekommst, denn nicht deine Schlüssel, nicht deine Kryptowährung, deswegen
deswegen ist es sicher, dass es eben hier deine Schlüssel und deine Kryptowährungen sind, denn du siehst fast täglich in den News, dass irgendwo irgendwas gehackt wurde und irgendwo einfach wieder ein paar Leute ein paar Euro weniger haben. In dem Sinne, du weißt, was zu tun ist und wir sehen uns spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.